Morgen und willkommen zum Gospelloft. Wir sind im Galaterbrief und im Kapitel 2. Ich habe ein paar Worte geschrieben zur Einleitung und wir sahen eine andere Seite der früheren Gemeinde. Für Petrus und Paulus war es aber nicht eine Sache der Speise, Schwein oder Rind. Wir können miteinander am Tisch sitzen, ohne einander in den Teller zu schauen. Es ging viel tiefer als das Menü, nämlich um die Erlösung selbst. Es beginnt mit einem kleinen Stückchen Haut, welches abgeschnitten wurde als Symbol eines Bündnisses und es endet in einer endlosen Diskussion. Wir setzen unser Wohlergehen auf einen kleinen Teil des Gesetzes, muss aber dann die ganze Sache aufrechterhalten bleiben, ist die Frage. Obwohl es nutzlos ist, da ist ein neuer Bund und es geht jetzt um die Beschneidung unseres Herzens. Und damit kommen wir zu unserem Text von heute. Galaterbrief 2, Verse 15 bis 18. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder, aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes, denn durch die Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Well, wir sind von Geburt Juden, sagt Paulus. Es geht wiederum zurück zum Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Paulus kannte die Geschichte der Auserwählung im Fleisch und den Ursinn Israels. Er schreibt aber noch etwas dazu. Nicht Sünder aus den Heiden. An diesen Samen war eine religiöse Offenbarung gegeben und Bewahrung von Gottes oder Aufbewahrung von Gottes Orakel und Gesetz während des Zeitabschnitts zwischen, sagen wir mal, der Sintflut und dem ersten Kommen Christi. Alle anderen Nationen waren ungläubige Heiden mit ihren falschen Göttern und Idolen. Da bestand in der Denkweise der Juden keine Hoffnung, dass diese Menschen den Himmel je erreichen würden, außer sie würden zuerst Juden und beschnitten. Sie dachten, es sei einfach ein angeborenes Privileg. Aber daraus wurde auch falscher Stolz geboren. Gott hatte immer ein Interesse an der ganzen Menschheit. Und Israel war nur ein Werkzeug, die ganze Welt zu erreichen. Israel hatte nur einen Zweck, nämlich ein Vorbild zu sein auf nationaler Ebene, damit die Menschheit lernen würde, mit Gott zu regieren. Sie versagten im höchsten Grade in ihrer Berufung. Sie hatten keinen Grund, stolz zu sein auf ihren Erfolg, denn sie hatten keinen. Hätte Israel nicht versagt, hätten die Heiden eine bessere Chance gehabt, den wahren Gott zu finden. Dann schreibt Paulus weiter, weil wir wissen, der Mensch wird nicht gerecht durch die Werke des Gesetzes. Zu dieser Wahrheit zu kommen, brauchte viel Überzeugung für Paulus. Hatte er doch das Gesetz nach seinen eigenen Worten nicht gebrochen. Wir lesen im Philipperbrief Kapitel 3 und 6, nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, so beschreibt er sich, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig. Er hat nicht gestohlen, er hat nicht selbst getötet und er folgte dem Gesetz im Detail, wusste aber nicht, dass er Mord in seinem Herzen aufbewahrte. Es kommt zum Vorschein, wenn wir die Geschichte der Steinigung von Stephanus lesen. Er warf sicherlich keine Steine, aber hetzte mit Mordlust an
dass andere es tun. Das Gesetz beschreibt das Vergehen und die passende Strafe dafür geht aus dem Gesetz der Gerechtigkeit hervor. Wir alle sind zum Tode verurteilt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das Gesetz kann die Sünde nicht sühnen, nur ein gerechtes Blutopfer kann es tun. Das Gesetz der Gerechtigkeit beschreibt den Weg zur Unschuld und zeigt durch das ganze Alte Testament auf den Messias hin, der die Menschheit von ihren Sünden befreien würde. Deshalb konnte Jesus sagen, ich bin der Weg und keiner kommt zum Vater, außer es sei durch mich. Die anderen Gesetze wie Hygiene und Diät und menschliches Verhalten etc. dienen dazu, uns ein besseres Leben zu gestalten und fordern uns auf zum Gehorsam. Es ist interessant, wie viele dieser weltlichen Gesetze, die wir haben, den Gesetzen der Bibel angepasst und angeglichen sind. Sie bringen uns aber nicht einen Millimeter näher an den Himmel heran. Sie halten uns höchstens von einer Buße weg. Eine Buße, die die Welt uns auflegen kann, wenn wir uns gegen diese Gesetze vergehen. Petrus wusste es, Jakobus, Paulus, Johannes, sie wussten es und die ganze Gemeinde in Jerusalem wusste es. Aber warum sollte man wieder zurückgehen, um eine menschliche Leiter zu bauen aus abgeschnittenen Stücken Haut? Dann geht's weiter. Sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Hoffnung. Da ist kein anderer Name genannt, durch den man gerettet werden kann, außer dem Namen Jesu Christi. Der Glaube ist nichts Neues und keine neutestamentarische Erfindung. Er ist so alt wie Abel. Wir lesen es im Hebräerbrief, Kapitel 11 und Vers 4. Durch den Glauben, ja, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seine Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Ja, ein Zeugnis stirbt nicht mit unserem Absterben. Im persönlichen Sinne, durch die ganze menschliche Geschichte hindurch, haben wir keine Entschuldigung. Den Weg Gottes nicht zu erkennen. Paulus beschreibt es deutlich im Brief an die Römer, Kapitel 1, Verse 18 bis 20. An die Galater schreibt er, so sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die Lehre ist ganz einfach. Wir werden gerechtfertigt durch Glauben an Jesus Christus. Eine ungerechte Tat wurde begangen gegen Gott und dafür sind wir zum Tod verurteilt. Jesus hat die Todesstrafe auf sich genommen und ist an unserer Stelle gestorben, damit wir nicht einen zweiten Tod sterben müssen und an einer Auferstehung teilnehmen können. Wie können wir es illustrieren? Stell dir vor, ein Mann sitzt in der Todeszelle und er wird morgen dem Tod übergeben, aufgehängt oder elektrischer Stuhl. Es ist seine letzte Nacht in der Zelle. Um Mitternacht geht die Türe auf und Jesus kommt herein. Nimm meine Kleidung, sagt er, und ziehe sie an. Ich ziehe deine gestreifte Hose und das gestreifte Hemd an. Und ich werde morgen für dich an den Galgen gehen. Du kannst einfach aus dieser Zelle nach Hause gehen und von nun an lebst du nicht mehr als du, sondern als ich. Das ist die Essenz des Evangeliums. Christus hat deinen Platz eingenommen und ist für dich ans Kreuz gegangen. Der Mann im Gefängnis hat jetzt eine Entscheidung zu treffen. Glaube ich der Sache oder nicht? Nur ein dummer Mensch würde es nicht versuchen. Und doch sind es Millionen Menschen, die versuchen, selbst aus der Zelle zu kommen. Sie nehmen das Kleid von Jesus sogar an und versuchen nachher dem Wärter einen Gefallen zu tun
Oder schreiben dem Richter einen schönen Brief in der Hoffnung, sich aus der Zelle herauszuarbeiten. Das Einzige, was sie erreichen, ist ein schöneres Kleid für den Sarg. Es ist die Lehre, die an 1,2 Milliarden Katholiken gepredigt werden muss. Sie wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, denn 10.000 Kruzifixe stehen am Eingang der Dörfer und hängen an den Wänden der Häuser und in den Kirchen, und dann beten sie zu Maria, ihnen zu helfen. Sie glauben, dass Erlösung teilweise durch gute Werke erreicht werden kann. Sie haben sogar das Fegefeuer erfunden, um den Glauben einzuschränken. Es ist der größte Zerfall des Glaubens in der Kirchengeschichte. Nichts hat sich geändert seit Paulus, als Paulus an die Galater schrieb. Die Botschaft an den Vatikan und ihren Anhängern ist im Hebräerbrief verankert. Hebräer Kapitel 6 und Verse 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern, zur Buße, da sie für sich den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Ja. Sie kreuzigen Jesus Christus täglich. Sie holen ihn nie vom Kreuz herunter. Sie setzen ihn an jeden Anfang jedes Dorfes, jeder Stadt. Wir nennen es apostates Benehmen im höchsten Grad, wenn 1.000 Millionen Menschen mit ihren eigenen Werken Erlösung suchen und es Christlichkeit nennen. Ist dann Christus der Diener der Sünde, schreibt Paulus. Wir wollen lesen, was dem Titel vorausgeht. Sollen wir aber, die wir durch Christus gerecht werden, suchen, auch selbst als Sünder befunden werden? Scheint etwas schwieriger zu sein, diesen Text zu verstehen. Wir kommen zu dem Punkt, wo wir wissen, dass wir Sünder sind und nur durch Gnade und Glauben erlöst werden können. Wir wissen aber auch, dass es nur durch Jesus Christus möglich ist. Er vergibt uns unsere Sünde und gleich sündigen wir wieder. Wir sind immer noch im Fleisch. Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 6 und 15, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei fern. Was uns hilft, der Sünde entgegenzustehen, ist ein neues Leben mit dem Heiligen Geist, der uns von der Sünde überzeugt und uns hilft, sie zu überwinden. Aber dann geschieht es doch und wir vergehen uns wieder gegen das Wort Gottes. Und dann kommt Johannes zu Hilfe. In seinem ersten Brief, in Kapitel 1 und Verse 7 bis 9 steht geschrieben, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, ja, das Blut Jesu, seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Die ewige, konstante Verfügbarkeit der Vergebung macht Jesus nicht zum Diener der Sünde. Gott hasst die Sünde und übersieht sie nicht. Er aber zerstört den Altar der Reue nicht, sondern zeigt seinen Finger darauf. Wir haben Werkzeuge, welche uns helfen in der Not, der Versuchung. Wir singen zum Lob Gottes, wir beten, wir reden in Zungen, hören eine Predigt, lesen die Bibel. Alles, um uns von der Versuchung abzulenken. Wir wenden unser Auge auf Jesus. Und die Sünde und die Versuchung geht weg. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, ja, wir haben die Illusion zerstört,
welche uns vormachte, durch das Gesetz erlöst zu werden. Der schwache Turm unserer eigenen Werke ist abgebrochen. Und wir müssen den Schutt lassen, wo er ist, und nicht wieder anfangen, das Alte wieder aufzubauen. Etwas, was ich hier beifügen möchte, ist die Gefahr, dass wir mit den toten Werken auch den Gehorsam begraben. Gehorsam ist nicht Gesetzlichkeit. Es gibt Gebote, die aus dem Alten Testament ins Neue eingeflochten sind. Jesus kam nicht, um die 10 Gebote zu zerstören, sondern er hat sie mit dem Finger des Heiligen Geistes auf unsere Herzen geschrieben. Das sind auch Gebote, welche Johannes und Paulus in seinen oder ihren Briefen verordnet haben, welche dem Gehorsam dienen. Es sind oft Übungen des Gehorsams, ohne gesetzlichen Unterton. Legalismus weist immer auf Werke hin, welche den Glauben behindern und der Erlösung etwas zudichten wollen. Ja, bis dahin. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.